Und dann gab es noch eine Spielform, die eigentlich anfing als 6 gegen 6, aber zwischenzeitlich wurden die Mannschaften doch dezimiert. Ja, das ist ein Spiel, was die einige gerne spielen, weil, ne, weil es sehr wettkampforientiert ist. Und der Spieler, der einen Fehler gemacht hat, den habe ich dann von außen benannt. Im Grunde wissen sie das auch selber. Muss auf der einen Seite einen Korb pritschen und auf der anderen Seite muss er einen Korb baggern. Während des laufenden Ballwechsels. Während des laufenden Ballwechsels, ne? Genau. Und das gemacht. So, und dann kann er wieder in sein Team eingreifen. Dann kommen sie Zusatzaufgaben rein. Haben sie das geschafft aus einem... Also von der 3 aus dem Korridor über diese Leine drüber zu spielen und dann auch noch den Ball ins Feld zu kriegen, gab es einen sogenannten Zusatzpunkt, einen Tennisballpunkt haben wir den genannt. Und zwar ist es dann so, ich habe so eine Eierschachtel und diese Tennisbälle mitgenommen und wenn 10 Tennisbälle hier irgendwie sichtbar waren, dann gab es einen Großpunkt. Das war die eine Möglichkeit. Oder wenn es die Mannschaft schafft, eine Mannschaft schafft, das gegnerische Feld leer zu räumen, gab es auch einen Großpunkt. Dauert ein bisschen, ne? Aber diese beiden Möglichkeiten haben sie.